Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Max Payne. Es ist eine neue Aufnahmesession, eventuell muss ich mich also kurz reinfinden. Wir haben auf jeden Fall im letzten Party aufgehört und da hinten, weiß ich noch, da war ein Raum mit Leuten und ja, da wollte ich eine Granate reinwerfen. Okay, das hat nicht gut funktioniert. Da muss ich vorher die Zeitlupe aktivieren. Nein, ich wollte die Zeitlupe wieder deaktivieren. Oh, ich sehe gerade, von hier aus kann ich auch... Nein! Das hier machen. Oh, dann kommen die raus. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die wären eigentlich erledigt. Aber gut, sind sie jetzt ja trotzdem. Was haben wir hier? Eine Schrotflinten-Munitionskiste. Beziehungsweise eigentlich eine ganze Schrotflinte, aber es dient mir halt als Munition. Und wie immer, bei jeder Aufnahmesession, wenn sie anfängt, meine Nase juckt. Das ist unglaublich schrecklich. Ich verplemper eure Zeit damit. Das mache ich andauernd. Da ist der andere. Okay, er hat mich getroffen. Muss ich nur gucken, wie ich hier wegkomme. Wow. Okay. Erstmal kümmere ich mich, glaube ich, einfach um den da. Und dann finde ich heraus, wie ich da langkomme. Ich würde mal spontan versuchen, nein, obwohl, hier lang zu gehen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ob es so jetzt gewollt ist oder nicht, ist eine andere Sache. Diese Waffe ist verdammt stark. Ich glaube, da gewöhne ich mich doch dran. War nur so eine anfängliche Abneigung. Hallo, Gegner! Ich meine, bei solchen Gängen, da ist es klar, dass da Gegner kommen. Da kann man eigentlich drauf wetten. Nicht zu viel Geld, das wäre denn doof. Manchmal will ich aber auch nicht speichern, weil ich das Gefühl habe, ich habe zu viel Leben verloren. Aber jetzt habe ich die Schmerzmittel wieder gefunden. Ach, das wird schon. Ist das zu glauben? Ich wette, die nehmen ihre Gewehre mit. Code Delta. Was haben wir hier Schönes? Max wird direkt aufmerksam auf das Funkgerät. Aber erst eine Cola. Und erst alles durchsuchen. Sonst vergesse ich das nur. Warte mal, was ist da? Aha. Sind das etwa... Naja, gehen wir hier mal ran. Eindringling auf dem Gelände. Die Anlage ist in Gefahr. Ich wiederhole, Deep Six ist in Gefahr. Beginnen Operation Dead Eye. Die Stimmen des Walkie-Talkies konnten nur bedeuten, dass sie sich darauf vorbereiteten, die Beweise zu vernichten und zu verschwinden. Ich war so nah dran. Die Wahrheit lag direkt hinter der nächsten Ecke. Hinter der nächsten Ecke. Wenn das jetzt nicht zutreffend ist, dann bin ich sauer. Okay, es scheint zuzutreffen. Ich bin glücklich. Codekammer. What the fuck? Hallöchen. Da habe ich ein... Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie er da die Tür aufmachen will und ich komme einfach in Zeitloop reingesprungen und hau ihm das Teil quasi direkt wieder zurück ins Gesicht. Das hat in meinem Kopf eine unglaubliche Komik. Ich hoffe, in eurem auch. Da habe ich euch gerade nämlich unterhalten. Die Urne auf dem Tisch erzählte eine grausame Geschichte. Aber ich will doch erstmal hier gucken, bevor ich grausame Geschichten angehe. Wow, okay, ich will erstmal hier gucken. Okay, nein, jetzt will ich...
Waffe ist so stark. Wie kommt denn das? Die Söldner führten eine streng organisierte Operation. Es wird wieder Ware vermisst. Ein Chemiker hat versucht, sie für eine Privatparty nach draußen zu schmuggeln. Hab ihn in Zelle B7 in der alten D6-Testanlage eingesperrt, um auf eine saubere Abwicklung zu warten. Ich konnte die Geheimnisse hören, unmittelbar hinter der nächsten Tür. Okay, gerade eben war es die nächste Ecke, jetzt die nächste Tür. Max, entscheid dich doch mal, du Schuft. Moment, ich muss noch kurz das ausprobieren. Sind diese Kisten da explosiv? Nein. Okay. Eindringlich auf dem Gelände. Kommt da jetzt irgendwo jemand? Okay, ich vermute ja. Ich muss das Gas abdrehen. Was soll das? Irgendwo schießt noch jemand, aber genau, ich konnte die Schüsse nicht zuordnen, wo sie herkamen. Und die macht man hier wirklich in einem Sprung fertig. Jetzt macht das Zeitlupen-Feature auch direkt viel mehr Spaß. Das war unglaublich dämlich. Unglaublich dämlich. Aber gekonnt. Das ist eine Idee. Moment. Ja, das hat einen schönen Knall von sich gegeben. Das mochte ich. Da bleiben wir bei. Finde ich aber cool, dass man hier auch teilweise so Rätsel reingeworfen bekommt. Es fühlt sich recht gut an. Also es passt hier rein alles. Es nervt nicht. Wo ist der andere? Oder war es nur einer? War nur einer. Wunderschöne Explosion mal wieder. Ah ne, das ist nur irgendwas. Okay, hier komme ich hin. Munition. Und hier wird das Gas abgedreht. Habe ich da wen gehört? Unglaublich gut, wie ich da eigentlich in der Explosion stand, aber nichts abbekommen habe. Ich will mich da als Letzter beschweren. Nein. Wir wollen keinen Fallschaden. Wir machen das genauso, wie das vorgesehen ist. Wir sind brave Bürger. Ja, der Max stimmt mir zu. Hä? Ach, das kann man hier auch einfach drücken. Und ich mach's mir hier so kompliziert. Hallo? Okay, da ist irgendjemand. Ich weiß... Ah, da oben. Ich sehe schon. Kann ich da vielleicht mit einem Sniper... Ja, das ging gut. Das sah auch ganz cool aus, fand ich. Das geht vermutlich nicht auf, nein. Wo komme ich denn hier lang? Hier geht's auch nirgends hin. Okay, aus Fließband geht's auch nicht. Das ist zu heiß. Das ist, das ist zu heiß. Das hier sieht halt nach einer Sprungplattform aus, aber hier gibt's ja auch nichts jetzt oben. Also da sehe ich jetzt nichts besonders. Kann man hier vielleicht wieder hoch auch? Nö, aber man kommt bis hier. Na gut, wenn man da nicht wieder hochkommt, dann muss es hier irgendwo auch weitergehen.
Kann man das auch wieder ausmachen? Nein. Das heißt, das kann auch nicht das Problem... Bin ich doof? Da habe ich direkt reagiert. Sogar ein bisschen überdirekt, also... Bisschen zu früh. Schmerzmittel werden mir nachgeworfen. Ich habe Spaß an dieser neuen Waffe inzwischen doch. Muss ich zugeben. Ich habe da Spaß dran. Auch allgemein am Spiel einfach. Ich muss hier lang, nehme ich an. Die Treppe scheint nicht mehr ganz so funktionstüchtig zu sein. Und dann hier drüben hin. Und was drücken? Nein. Molotow-Cocktail. Ach so, von da aus kann ich dann hier hin. Oder? Oder muss ich da mit dem Molotow-Cocktail? Ich dachte gerade, weil sie mir den halt auch gerade erst gegeben haben wieder. Weil ich dann vielleicht hier dieses Fließband in die Luft jagen muss. Ich weiß nur nicht genau, warum. Also was Max damit bezwecken wollen würde. Okay, aber es ist doch so simpel oder so intuitiv, wie ich gedacht habe. Das war cool, dass ich hier aus in die andere Tür reingesprungen bin. Die ich vorher nicht mal gesehen habe. Und noch mehr Schmerzmittel. Alles cool, es macht gerade unglaublich Spaß. Ach, hier oben sind wir jetzt. Ja, Schmerzmittel haben wir auf jeden Fall genug. Es war am Anfang des Spiels ja ein bisschen schlechter, aber anscheinend habe ich mich jetzt eingespielt so richtig. Prozessdiagramme füllten die Bildschirme des Kontrollraums. Alle, bis auf einen. Ein Aufzug mit dem Namen D6 auf einem der Bildschirme. Irgendwo voraus. Du legst dich hier nicht mit Max Payne ein, Freundchen. Hier können wir jetzt weiter. Ist aber auch sehr toll, dass die immer dann durch Türen kommen, wenn wir eigentlich nicht weiterkommen würden. Wo sind die? Da. Okay, ich habe ihn erwischt. Ich dachte gerade kurz, nein. Ich hätte ihn nicht erwischt. Nee. Habe ich schon wieder so viel Schaden bekommen? Das macht doch keinen Spaß. Achso, andere Seite, obwohl. Haha. Ich bin ja der Max. Der Max Payne. Ich kann klettern. Das sieht auch nach einer Sprungplattform aus. Okay, man kommt zumindest drauf. Vielleicht werden wir das noch irgendwie brauchen. Ich habe jetzt keinen direkten Nutzen gesehen, aber... Da ist ja noch ein Schalter, dann kann man das bestimmt bewegen oder einfach eine Tür aufmachen. Okay, dann nimmt man sich die. Okay, das ist auch eine Art Nutzen. Muss ich da jetzt nochmal gegen drücken? Nein, dann, Oh, okay. Die Granate hat's kaputt geworfen. Die Explosion war nur noch ein netter Nebeneffekt. Das war knapp, dass der mich nicht erwischt hat. Ich war ja direkt in seiner Schrotflinte drin, könnte man sagen. Trotzdem hat er mich nicht erwischt, könnte man sagen. Ich bin aber auch geschickt darin, hier nicht getroffen zu werden. Muss man sagen. Schmerzmittel. Die Türen wollen aber partout nicht aufgehen. Bis auf die, die wir halt kennen, die aufgehen. Wow. Das war ein bisschen gemein. Ich meine, ich konnte das ja nicht so direkt wissen.
Ach so, ja, erstmal. Hallo? Kann man geduckt da drunter? Weil irgendwie provoziert mich diese Munition da. Okay, ich bin eh voll, ich will es jetzt nicht ausprobieren, einfach nur, weil es mich provoziert. Ist ja irgendwie dämlich. Oh. Nein! Komm, erschieß mich. Nein, ich will hier nicht am Anfang immer direkt getroffen werden. Das war ja nochmal schlechter. Wow! Jetzt meist nicht mal mehr absichtlich, also das Sterben. Nein, wenn ich versuche, hier absichtlich drauf zu gehen, dann dürft ihr mich gern hier fertig machen. Ich will hier rein. Oh, da war noch einer. Okay, die haben da hinten irgendwas angestellt mal wieder. Nein, hier geht's anscheinend weiter. Hä? Oh. Okay, ich bin gestorben. Warum genau, habe ich jetzt nicht verstanden. Aus Gründen. Nehmen wir das einfach mal hin. Aus Gründen sind wir gestorben. Dann gehe ich einfach nicht dahin zurück. Das ist mir jetzt zu heikel. Ich würde aber auch sagen, ich habe den Part schon wieder ein bisschen überzogen, weil ich hier so wirklich Spaß hatte und gar nicht auf die Uhr geachtet habe. Also sonst, wenn ich auf die Uhr achte, habe ich auch Spaß, aber naja. Macht's gut, beim nächsten Mal geht's weiter mit Max Payne. Das war's für heute, euer Vogel. Tschüss.